zack. Oh. Weg, 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 weg. Nein. Nicht direkt reinlaufen. So. Zack. Zack, 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 zack. Ich kann die Zombies nicht mal one-hitten. Wir brauchen definitiv ein besseres Schwert und mehr Attack-Up. Oh. Das ist gemein. Warum wird ihr durch Wände schießen und wir nicht? Warte mal. Können wir? Haha. Und das und das und... Wow. Und Malas alle. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. So. Das Gold ist jetzt an der Stelle, wo wir nicht rankommen. Das ist auch doof. Aber vielleicht gibt es dafür später irgendeine besondere Fähigkeit. So auf Tastendruck alles Gold auf dem Bildschirm einsammeln oder sowas in der Richtung. Naja, wir müssen zurück. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen einmal nach links. Und nach rechts. Unten und rechts. Hier. Oh, schön viel zum kaputt machen. Bist du ein richtiges Bild? Ja, bist du. Bist du ein richtiges Bild? Ja, bist du. Du? Auch. Psst. Komischer Raum. Ah, du bist kein richtiges Bild. Du auch nicht. So, kaputt. Ah, kaputt. Sehr schön. Zack. 680 Gold und immer noch zwei Drittel Lebenspunkte. Ich mag die 100er-Säckchen. Aber trotzdem ist mir ein Hühnchen immer lieber. Oh. Schon sind wir recht nah dran an 50% Leben. Zack, 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 zack. Das ist ein ganz schön großer Kartenabschnitt hier. Und viel zu viele Gegner. Außerdem vermisse ich eine Rune. Mit dem nächsten NPC, die Verzauberin, kann man sich nämlich Runen in die Rüstung einlegen. Und die erste Rune, die ich mir da geholt habe, war die Doppelsprung-Rune. Damit kann man jederzeit im Springen oder im Runterfallen einfach nochmal springen drücken. Und dann springt man nochmal. Das ist irre praktisch, wenn man ausweichen muss. Aber jetzt eben gerade. Ich bin runtergefallen, ich sehe ein Geschoss kommen und kann nämlich ausweichen, weil ich meinen Flug halt nicht verändern kann. Dann drücke ich einfach nochmal springen und weiche den ganzen aus. Das steigert die Überlebenschancen ungemein. Aber, während ich die ganze Zeit hier vor mich hinklappe, haben wir schon 890 Goldmünzen zusammengesammelt. Oh, und einen zweiten Tagebucheintrag. Tagebucheintrag Nummer 2. Obwohl ich das älteste Kind bin, bin ich nicht meines Vaters Liebling. Ich habe immer gewusst, dass er vorhatte, mich mit nichts zu hinterlassen. Aber falls ich die Heilung finde, wird sich alles ändern. Der Sieger wird nicht weniger erlangen als den Thron, sobald er stirbt. Sobald ich aufgestiegen bin, können meine Frau und meine Kinder zurück in die königlichen Quartiere ziehen. Zurück in die königliche Stadt, wo wir endlich wieder so behandelt werden, wie wir es verdienen. Nicht länger werden wir dem Tratsch und Plaudereien meiner Cousins ausgeliefert sein. Die anderen Dukes werden sich verbeugen, sobald vorbeigehen. Aber ich greife vor. Ich muss meine Prioritäten klar halten. Erobere das Schloss, finde die Heilung und sammle meinen Verdienst. Ja. Also, wenn das wirklich unser Vorfahr ist, dann ist unser Vorfahr ganz schön durch. Aber, okay. Oh. Also nicht nur ganz schön durch, sondern auch ganz schön gierig. Aber das könnte dann ja dafür hindeuten, dass er wirklich unser Vorfahr ist. Hm? Wir sind auch gierig. Wir wollen Gold. Da ist ein Bild von Charon. Grr. Aber hey, auch noch ein komischer Raum. 930. Au. 930 Gold. So. Level 13. Ja, je weiter wir vom Eingang entfernt sind, desto höher level ich. Oh, weg hier. Desto höher level ich werden die Gegner auch. Da unten ist eine Schatztruhe. Und es ist ein Gegner da.
Ich denke nicht, dass er mir 100 Schaden auf einmal verursachen kann. Also laufe ich da jetzt runter, mache die Schatztruhe auf. Wow. Wow, 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 wow. Und weil ich gierig bin, gucke ich nochmal ganz kurz in die andere Richtung. Da ist ein komischer grauer Schleim. Yeah. Okay. Hat sich gelohnt, aber länger hätte ich da auch nicht bleiben wollen. Das ist ziemlich garstig. So. Du bist ein Du-Was. Du bist ein Du-Was. Komm schon, ihr müsst alle sterben. Ich brauche mehr Lebenspunkte. Die Dinger können wir leider nicht umbringen. Aber dich können wir umbringen. Und dich können wir umbringen. So. Das sind die, die zuhauen. Genau. Danach können sie aber eine Weile nichts machen. Also einfach einmal einlocken, dass sie zuhauen und dann töten. Im Idealfall nicht währenddessen in die Stacheln springen. So. Gut, gut, gut. Kaputt, 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 kaputt. Oh. Machen das alle. Kaputt, kaputt. Oh. Du dummes, ritterähnliches Ding, stirb. Oh. Oh, Mana. Sehr schön. Habe ich erwähnt, dass wir eine bessere Waffe brauchen? 3 Schläge gegen so ein komisches Kugelgeist-Luftding ist echt albern. So, du was? Sollte auch in einem Schlag eigentlich sterben. Und nein! Nein, ich bin gegen ihn gelaufen. Aber wow! Das waren mal richtig viele Gegner. Und richtig viel Gold. Also, Nachfolger. Der hat als Trade Vertigo. Das hasse ich wie die Pest. Aber ich will euch ja alles mal zeigen. Deswegen zeige ich euch das. Und er hat als Extra-Fähigkeit noch Angst vor Hühnchen. Was ganz lustig ist. Also nehmen wir mal den da. So, die Schmiede ist noch nicht auf dem Kopf. Deswegen können wir hier mal Waffen-Upgrades ohne Ende kaufen. Und ein Leben-Upgrade. Und alles andere kostet mehr als 70 Goldmünzen. Jo. Jo, bei dem Held ist alles kopfüber und spiegelverkehrt. Oder? Ne, wir sind auch vorher von links nach rechts gegangen. Es ist einfach nur kopfüber. Hä? Das macht das Ganze sehr schwer zu steuern. Das heißt, wir werden jetzt reingehen, 200, 300 Goldmünzen zusammen klauben irgendwie und dann sterben. Was ich euch aber während dieser kurzen Periode zeigen will, ist die Angst vor Hühnchen. Wow. Dafür müssen wir erstmal Hühnchen finden. Au. Lauf. So, wir müssen hoch, also runter. Ich bin gleich schon tot. Komm schon, gib mir ein Hühnchen irgendwo. Chip, 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 chip. 3 Gegner tot. Und bestimmt nicht mal genug Gold, um irgendwas zu kaufen. Die hat als Fähigkeit MP und HP wurden getauscht. Das ist doof. Du bist so dünn, dass du mit jedem Schlag wegfliegst. Und du bist perma-roided, also Steroide? Ja. Dadurch kannst du den Gegner wegschubsen. Das heißt, du wirst ganz schnell weggeschubst und der Gegner wird auch ganz schnell weggeschubst. Das sind 2 sehr interessante Traits. Und du bist verrückt. Das, ich glaube, dann spricht er komisch. Ich nehme mal den Barbaren, der alles wegschubst und selber ganz leicht auch weggeschubst wird. Und 160 Gold. 170, 170, 210. Nö. Hast du irgendwas für 160 Gold? Ich will nicht Charon 160 Gold in den Rachen stecken. 350, 200, nö. Mist. Na gut, was soll's. Du, ja. Das schöne Gold. Aber gut, wenn wir mit der jetzt einfach mehr als 200 Gold machen, ist alles gut. Können wir uns wieder ein Upgrade kaufen. Oh. So. Münzen, alles mit.
Was haben wir für einen Zauber? Die hier. Sehr schön. Du bist kein Du was. Und warum explodiert da oben was? Das ist ein klein wenig irritierend. Oh, Hühnchen. Sehr schön. Schade, dass wir jetzt nicht die Hühnchenangst haben. Aber ich kann euch ja mal sagen, was dann passiert. Wir werden es später eh nochmal sehen, aber trotzdem. Dann liegen ja nicht einfach Hühnchenkeulen auf dem Boden, sondern es laufen gebratene Hühnchen auf den zwei Schenkeln durch die Gegend und können einem auch Schaden verursachen. Aber dafür bringen sie dann, glaube ich, mehr Lebenspunkte, wenn man sie dann nachher nochmal umbringt und aufisst. Komm, oh, oh, kein Ping-Pong-Spiel mit uns. Kein Ping-Pong-Spiel mit uns. 42 Gold, noch ein wenig Mau. Dafür haben wir aber fast gar keinen Schaden genommen. So. Da oben ist schon mal ein Auge. Irgendwo. Da. Aha. Oh, Goldsack, sehr schön. Wohl drüber weg, Dödel. So. 400 Gold. Und ein garstiges Auge. Nicht gegen Gegner gegenlaufen. Können wir durchschießen? Ja, können wir. Haben aber keinen Mana mehr. Mist. Au. Das Wegschubsen ist extrem nervig. Komm her. Wir brauchen zwei Lebenspunkte zurück. Genau. 100 von 195. Wobei wir eigentlich noch drei mehr hätten, aber das Blutcape zieht uns halt 30 ab. Nein, 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 nein. So. Okay, alles kaputt, alles mit. Oh, das war knapp. So. Aber ja, ich werde definitiv als nächstes die Enchanterin freischalten. Dafür müssen wir nun, glaube ich, vorher Punkte in Magie abinvestieren. Was nicht so toll ist, aber ja, Schaden tut's auch nicht. Das Wegschubsen ist echt doof. Also sowohl, dass wir weggeschubst werden, als auch die Gegner. Da kann man nicht so gut arbeiten. Genau, weil jetzt das Skelette zum Beispiel. Die werfen denn ja auch ganz anders. Egal, töten, töten, töten. Wir kriegen ja schon hin. Oh, Hühnchen, sehr schön. Dich brauchen wir auch noch. Jede Münze zählt, da kommen wir gar nicht ran. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, im Notfall würden wir mit der Sprungrune da rankommen. Die haben wir noch gar nicht. Das war mau. Oh. Komm schon. Doofes Sprungbrett, Dingensbummens. So. Ja, hallo. Ah, hallo. Sonst scheint hier nichts zu sein. Also nichts Besonderes. Ist nur ein recht großer, nerviger Raum. Ah, 1110. Zwei Statuen. Und die Statuen sind immer dieselben hier. Also es ist ein Teleporterraum mit zwei Bücherregalen und zwei Statuen. Die eine bringt Lebenspunkte, die andere bringt Mana. Und wir sind im Maya. Da will ich eigentlich gar nicht rein. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo was abgreifen kann, aber es sieht nicht so wirklich danach aus. Also war das hier alles umsonst. Nee. Hier war falsch. Wir müssen erstmal nach links. Runter, runter und dann nach rechts weiter. So. Ein Feuermagier. Stirb. Oh. Stirb. Genau, du flammst die Wand an, ist okay. Jetzt stirb. Kaputt, 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 kaputt. Ach, Mana ist echt. Naja, ich habe gerade gesagt, ja, Mana ab, das bringt ja gar nichts und so. Jetzt haben wir Mana-Probleme. Aber 1300 Gold.
Und da hinten ist noch eine Schatztruhe. Und es ist kein Fenster aufgegangen, dass wir die Schatztruhe nur bekommen, wenn wir keinen Schaden nehmen. Ups. Schwupps, schwupps. Komm schon, Hühnchen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass in den Statuen öfters Hühnchen drin ist als in anderen Sachen.